So, moin moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Heute soll es gehen um Beyond the Wall vom System Matters Verlag. Das ist eine Übersetzung und wir schauen mal in dieses Buch, in diese PDF rein und ich erzähle euch, warum es sinnvoll ist, sich vielleicht das Ganze nicht als PDF zu kaufen, sondern als Hardcover bzw. in ausgedruckter Version. Ja, das PDF jetzt hier ist aufgeteilt in verschiedene Bücher und wenn man sich das Ganze als Hardcover holt, dann ist das nicht ein großes Buch, sondern das sind verschiedene kleine Bücher, die dann in einer Mappe geliefert werden und das finde ich hochinteressant. Ich werde am Ende nochmal ein Video verlinken von Zwart, der hat das Ganze nämlich mal rezensiert, durchgeblättert, wenn man das dann auf dem Tisch liegen hat und das sieht dann nochmal etwas hochwertiger aus. Ich kümmere mich jetzt allerdings um den reinen Inhalt und ob man dann Beyond the Wall ja, spielen kann. Ja, wie spielt man? Wie geht es los? Es gibt unten auf den Seiten immer so ein paar grüne Kästchen. Das ist dann, hier könnt ihr es ja auch erkennen, ein paar Begrifflichkeiten oder Spielertipps für Menschen, Leute, die komplett neu sind, die noch nie Rollenspiel gemacht haben und die jetzt so langsam an dieses Hobby herangeführt werden könnten. Und man kann quasi direkt losspielen. Das ist echt schön gelöst, finde ich. Der Spielleiter muss quasi, das Buch sollte er einmal gelesen haben, aber ansonsten muss man sehr, sehr wenig vorbereiten. Auch die Abenteuer sind ähnlich aufgebaut, da kommen wir dann später zu. Ja, was macht der Spielleiter? Man teilt die verschiedenen Bögen aus. Jeder kann sich sowas wie eine, ja, eine Klasse aussuchen, wenn man so möchte. Ob man Magier spielt oder ein Krieger oder ein Dieb. Das ist alles noch sehr, sehr basic aufgebaut, wie es damals in den 80er Jahren war. Da gibt es dann eben diese drei Klassen. Man kann sich dann auch noch irgendwie was anderes dazu ausdenken, aber generell sind das diese Bögen. Und die werden ausgeteilt. Die sind alle unterschiedlich. Und jeder hat dann eine eigene Würfeltabelle, auf die man dann würfelt. Und dann setzt man sich, wie gesagt, gemeinsam an diesen Tisch oder macht das dann online. Und dann wird gemeinsam auf diese Tabelle gewürfelt. Und auf diesen Tabellen stehen dann verschiedene Ereignisse. Und je nachdem, wie dann gewürfelt worden ist, ich kann das jetzt hier auch gleich nochmal einblenden, ist dann die Geschichte dieses Charakters so dargestellt und dann kann man sich so einen kleinen Reim darauf machen, wie der Charakter dann erstellt worden ist. Und ja, ansonsten, wenn die Charaktere dann durchgewürfelt haben, ist die Charaktererstellung durch. Dann muss man noch so ein bisschen die ganzen einzelnen Werte addieren und auf seinen Zettel schreiben und dann, ja, dann kann das Abenteuer beginnen. Ganz lustig gemacht eigentlich. Der Spielleiter muss da also hier nur ein bisschen moderieren. Das wird dann hier auch auf der Seite 11 gezeigt, wie das so ein bisschen geht und kann dann so ein bisschen durch das Spiel führen, notiert sich so ein paar Schritte. Aber generell hat der echt, ja, muss wie gesagt so ein bisschen die Monster und die Regeln dann anpassen. Aber ansonsten nicht so ein Regelmonster wie DSA oder Shadowrun oder andere Systeme, wo es dann auch eine sehr, sehr ausführliche Charaktererschaffung gibt. Das gibt es hier nicht. Finde ich, wie gesagt, sehr gut. Man muss sich da so ein bisschen reinfinden, dass die Charaktere ausgewürfelt werden, aber es geht alles sehr schnell und man ist sofort spielfertig. Ja, gleichzeitig wird dann auch ein Ort erschaffen. Das bedeutet, wenn die Würfelergebnisse nicht nur nicht nur etwas für mich bedeuten, sondern sie bedeuten auch etwas für das Dorf. Das heißt, wenn ich ausgewürfelt habe, dass ich an einer Schmiede stehe und ein Schmiedelehrling war, bevor ich dann Krieger wurde und mit dem Schwert gekämpft habe, dann bedeutet das, dass es selbstverständlich einen Schmied gibt, das ist dann der NPC, und es gibt selbstverständlich auch eine Schmiede in diesem Ort. Dann gibt es in der Mappe bzw. in der PDF gibt es natürlich noch einmal eine Dorfkarte, da ist die Taverne schon eingetragen und die Spieler sind dann dazu angehalten, dass jeder seinen eigenen Ort auf diese Karte malt und platziert, da wo er sie gerne hinhaben möchte. Da kann man natürlich auch gerne noch mit den anderen Leuten drüber diskutieren, aber das ist total super. Das habe ich so noch nicht gesehen. Kann sein, dass es bei den Oldschool-Rollenspielen früher so war. Aber ja, total liebevoll, finde ich. Und dadurch wird jede Runde eben anders und jedes Dorf ist eben ein anderes. Der Wiederspielwert wird dadurch natürlich auch enorm gesteigert, weil man kann dann die Klassen durchtauschen und wenn man dann anders würfelt, dann haben die natürlich andere Geschichten, dann gibt es andere Gebäude.
Ja, dann geht es quasi schon los mit dem Regelwerk. Das ist auch relativ dünn. Das sind so ein paar selbstverständliche Dinge, die ja eigentlich alle Rollenspieler haben. Stärke oder Körperkraft, Geschicklichkeit oder Fingerfertigkeit. Dann ist der Körper natürlich auch irgendwie konstituiert und hat eine Resistenz gegen Gifte. Das könnt ihr hier dann ja auch im Verlauf einmal sehen, wie die Attribute dann genutzt werden. Und wie die sich zusammensetzen, das wird einfach von 1 bis 20 gewürfelt, immer mit dem W20. Das kennt ihr dann auch schon aus DSA. Das ist ja auch nur eine Anlehnung aus der D&D-Box damals. Hat sich dann natürlich über die Jahre weiterentwickelt, aber da ist eben der Ursprung. Dann gibt es quasi für jede einzelne Klasse, ich habe jetzt hier auf der linken Seite den Magier, gibt es dann so eine kleine Minitabelle als Steigerung. Das heißt, wenn er jetzt eine Stufe aufsteigt, was bekommt er an zusätzlichen ja, Boni, zum Beispiel für seinen Angriff. Und das ist relativ klein gehalten, passt alles auf eine Seite. Wobei beim Magier, der hat natürlich nochmal ein eigenes Zauberbuch. Und für einen Krieger, für einen Dieb ist das natürlich nochmal ähnlich aufgebaut. Und ja, die haben dann alle irgendwelche verschiedenen Klassenfertigkeiten. Das ist alles sehr, sehr dünn und trotzdem spielbar. Also ich habe mir das durchgelesen und ich hatte sofort Lust auf dieses Spiel. Nicht so sehr online, sondern das möchte ich dann wirklich am Tisch erleben. Aber macht auf alle Fälle schon Spaß zu lesen, dieses System. Und ich vermute mal auch Spaß zu spielen. Ja, da gibt es natürlich noch eine kleine Abhandlung über Geld und Ausrüstung. Hier sollte man nicht so sehr mit einem eigenen Regelwerk, ja, man sollte kein eigenes Regelwerk hier zu erwarten, wo dann tonnenweise Ausrüstungsgegenstände mit verschiedenen Attributen drin stehen, sondern das ist sehr klein gehalten. Das geht auf der nächsten Seite natürlich noch weiter. Man muss dann noch wissen, damit man so eine kleine Relation bekommt zur Belohnung, zu den Geldeinheiten. Ihr könnt das hier sehen, Goldmünze, Silbermünze, Kupfermünze. Damit man so ein bisschen weiß, was kostet ein Bier, was kostet ein Schwert, was kostet ein Apfel und so weiter. Dann kann man sich das so ein bisschen an diesen Tabellen kann man sich da so entlanghangeln, damit man eine kleine Relation bekommt. Ja, dann wird natürlich noch erklärt, was muss ich machen, damit ich mir Gefolgsleute, also NPCs, kaufen kann, die dann für mich kämpfen. Dann generell, wie kämpfe ich? Es werden auch noch Schicksalspunkte eingeführt, das könnt ihr auf der linken Seite erkennen. Und ja, das ganze Regelwerk, ich betone es immer wieder, lässt sich relativ flüssig lesen. Es ist sehr klein gehalten und sehr einfach. Man kann damit aber viel machen. Und das würde eben auch darin münden, dass das alles sehr flüssig sich spielt. Ja, dann gibt es ein relativ großes Buch über Zauber, Zaubertricks und auch Rituale. Wie sinnig die alle sind, da kann ich auch wieder auf das Video von Zwart verweisen. Der hatte sich das ja mal angesehen und durchgeblättert. Der hat, glaube ich, noch ein bisschen mehr D&D-Erfahrung als ich, ein bisschen mehr oldschooliger als ich. Und da, wie gesagt, seht euch auch gerne noch seine Rezension, sein Durchgeblättert an. Aber ja, auch hier, das reicht alles aus. Der Magier wird hier voll auf seine Kosten kommen und wird hier was damit anfangen können. Man kann vielleicht auch noch eigene Zauber erfinden, das würde eventuell auch noch gehen. Aber das braucht man auch nicht, nicht in diesem kleinen Rahmen. Ja, das sind jetzt zum Beispiel so die Rituale mit nach verschiedenen Graden geordnet. Was die Grade dann bedeuten, würde auch wieder in diesem Regelwerk erklärt werden. Ihr könnt auch erkennen, hier sind viele Zeichnungen drin. Die sind jetzt natürlich alle sehr klein gehalten. Man kann sich grob was drunter vorstellen. Herz des Stieres, da kann man deutlich den Stier erkennen. Aber man hat jetzt auch an ausführlichen Illustrationen gespart. Das kann man dann natürlich nicht umsetzen, wenn man jeden dieser Zauber noch einmal darstellen möchte. Alles auch sehr grün immer gehalten. Das folgt also diesem Stil, der hier im ganzen Buch dann gepflegt wird. Ist mal was Neues, dass man dann nicht mit Schwarz zeichnet, sondern mit Grün. Ja, trägt auch irgendwie zu diesem Flair bei. Das ist ganz nett geworden. Muss man dann natürlich mögen, aber ich glaube, da wächst man dann auch rein, wenn man dieses Buch liest und die ganze Zeit dann eben mit diesem Grün konfrontiert wird. Das wird sehr schnell dann sehr harmonisch und stimmig. Ja, dann gibt es auch noch Tipps, wie man andere Völker reinbringen möchte, wenn man dann nicht nur Menschen spielt, die in diesem Dorf groß gewachsen sind, sondern wenn es zum Beispiel Elfen gibt, die dann ja, irgendwo in der Nähe dieses Dorfes gelebt haben. Oder Zwerge,
Also was man eben möchte, da könnte man dann eben die Regeln noch drauf anpassen, das ist alles optional. Und wenn man das eben alles sehr Low Fantasy halten möchte und nur mit Menschen, die dann gegen Wölfe ausziehen oder die, naja, was auch immer da dann passiert in Low Fantasy Abenteuern, die gucken wir uns wie gesagt gleich nochmal an, dann könnte man eben mit diesen optionalen Regeln das Ganze so ein bisschen High Fantasy mäßiger machen. Ja, dann gibt es natürlich noch weitere Tipps. Für den Spielleiter, wie man Dinge beschreiben kann. Das ist quasi, wenn man etwas erfahrener ist, kann man sich das Kapitel auch schenken. Aber wenn man, wie gesagt, neu ist und dann sitzt man zum ersten Mal davor, dann werden hier auch noch ein paar Tipps gegeben, wie man Stimmung aufbaut, wie man irgendwelche Sachen beschreibt, wie man Modifikationen für Würfelwürfe angibt. Das heißt, wenn man eine Leiter hochklettern wird, dann ist das nicht so sehr schwer, wie wenn man eine steile Felswand hochklettern möchte, ohne dass man Seile dabei hat. Und da wird dann noch so ein bisschen die Relation deutlich, damit dann ein Spielleiter da nicht überfordert ist mit diesem neuen System und neuen Proben. Ja, dann natürlich auch noch, was gibt es zu looten? Wir sind in einem Oldschool-Rollenspiel und da muss man dann natürlich die Tür von einem Drachenhort eintreten, schlägt dem Drachen den Kopf ab und lootet dann coole Schätze. Und da gibt es dann natürlich auch wieder ein Kapitel zu den Schätzen. Und welche Boni die Schwerter dann haben. Ja, dann gibt es natürlich auch wieder ein Bestiarium. Auch das hat kein eigenes Buch bekommen, sondern ist dann auch alles hier in dieser einen kleinen Mappe drin, beziehungsweise in dieser kleinen PDF drin. Und da sind die Zeichnungen etwas höherwertiger geworden, auch wieder grün. Aber da kann man sich auf alle Fälle was drunter vorstellen. Und wir schauen hier nochmal rein. Die Fledermaus oder die Katze, der Feenhund, der Wasserspeier, das ist hier alles ein bisschen detaillierter. Da hat man sich noch ein bisschen mehr Mühe gegeben. Da gibt es natürlich dann nicht zu jedem einzelnen Tier was, aber man kann sich dann mit den Beschreibungen irgendwie was drunter vorstellen. Ja, selbstverständlich gibt es dann nicht nur Tiere von A bis Z, sondern auch Dämonen, Gespenster, Geister, Gnome, alles irgendwie mit Werten versehen. Man kann dann natürlich auch noch Drachen benutzen. Es gibt eine Anleitung, wie man sich eigene Drachen erschafft, mit verschiedenen Farben und Mächtigkeitsstufe von dem Krallenangriff bis zu der Magie, die sie benutzen. Das ist ziemlich liebevoll auch wieder gemacht und ja, gefällt mir gut. Ja, das sind jetzt die Anhänge, da gucken wir uns auch einmal drüber. Es gibt wie gesagt verschiedene Klassen. Nicht nur den Dieb, den Krieger und den Magier, sondern auch dann den Dorfheld oder den Waldläufer. Und die haben wie gesagt alle eine verschiedene Tabelle, die man dann austeilen kann. Dann wird hier gewürfelt. Mal ist es ein W12, mal ist es ein W8, mal ist es ein W20, je nachdem, was man braucht. Einfach, dass man verschiedene Würfel mal in der Hand gehabt hat. Und ja, da wird dann wie gesagt darauf eingegangen, was man in seiner Kindheit erlebt hat, was man als Jugendlicher erlebt hat, wodurch man ausgezeichnet wurde. Und auf der rechten Seite, rechten Spalte, könntet ihr dann auch erkennen, welche Attribute man dann dazu bekommt. Und die schreibt man sich alle auf so eine kleine Liste, rechnet die dann am Ende, wie gesagt, zusammen und dadurch wird dann der Charakter erstellt. Sehr individuell und ja, ich glaube, man könnte hier auch sich selbst was aussuchen, wenn man das denn wollte. Aber gerade wenn man eben sowas wie Beyond the Wall spielt, dann will man ja dieses Oldschoolige haben und dann will man eben auch mal sich solche Sachen auswürfeln. Und das ist dann auch alles irgendwie fair. Da wird dann auch schon darauf geachtet, dass der Magier nicht mit ganz viel Stärke ankommt, mit sehr viel Konstitution, sondern da ist natürlich auch wichtig, dass der Magier seine Intelligenz bekommt und ja, seine Wissensfertigkeiten, dass die dann da eben hoch sind. Und dementsprechend bekommt jeder einen eigenen Bogen mit eigenen Werten versehen, damit es da eben keine Lücken gibt. Ja, das ist jetzt eins der Abenteuer. Feenhandel. Es sind in diesem Buch, in der PDF, in der Mappe, sind 4 Stück enthalten. Und die sehen aus, dass sich der Spielleiter einfach mal grob durchlesen sollte, worum es gehen könnte. Aber es wird trotzdem dann gemeinsam mit den Spielern gewürfelt, wie dieses Abenteuer jetzt weitergeht. Das heißt, man kann den Feenhandel auch wieder sehr oft spielen. Es ist nicht so, dass man den einmal spielt und danach durch ist, sondern man kann mit einer Gruppe den Feenhandel zweimal spielen.
Man kann aber auch mit einer zweiten Gruppe, die in einem anderen Dorf wohnt, mit anderen NPCs und anderen Gebäuden, kann man auch wieder den Feenhandel spielen. Und auch das wird dann anders erlebt. Aber man kann dann natürlich auch die anderen drei Abenteuer noch spielen oder sich irgendwie auf der Seite von System Matters welche besorgen, im Download-Bereich oder so. Dadurch, dass jedes Abenteuer dann, wir gehen nochmal auf die nächste Seite, durch einen Würfelwurf in diesem Abenteuer werden kleine Zufallstabellen ausgewürfelt. Und ja, dann kann man, wie gesagt, verschiedene Abenteuer mit diesen Zufallstabellen erleben. Und dadurch wird das Abenteuer dann eben auch massiv verändert, oder eben auch nicht. Kommt eben drauf an, was man da würfelt. Ja, und damit man eben auch nicht das Gleiche erlebt, gibt es auch noch Ausweichszenarien. Falls man zweimal eine 1 würfelt oder dreimal eine 3, dann gibt es da eben Ausweichdinger für den Spielleiter. Ja, das sind jetzt Mitmachszenarien. Das ist jetzt ein weiteres Abenteuer, was ich hier einmal mit dieser Seite noch kurz vorstelle. Während das andere sehr linear war, wenn man so möchte, wird dann hier sogar noch von den Spielern erwartet, dass sie sich hier einbringen in diese Würfeltabellen. Beziehungsweise die Würfeltabellen werden auch wieder verknüpft mit dem eigenen Dorf und mit den Spielern, mit den Spielfiguren, mit den NPCs, die da drin sind. Und verknüpft das alles so ein bisschen, damit man mehr Bezug zu seinem eigenen Dorf hat. Und dann wird noch einmal mit einem Würfel auf diese ja, einzelnen ausgefüllten Tabellen geworfen, auf diese Listen. Und ja, die ganze Seite befindet sich quasi mit einer Interaktion dieses Dorfes ineinander, untereinander. Es greift alles so ein bisschen ineinander ein. Und man kann zusätzlich auch noch weitere Orte erstellen. Jetzt wird hier ein Hügelgrab dem Dorf hinzugefügt oder auf der Karte. Irgendwo muss es drapiert werden. Es gibt auch weitere NPCs, die dann drapiert werden. Und so sehen ungefähr diese oldschooligen Abenteuer aus. Sehr schick, wie ich finde. Habe ich so noch nicht gesehen, aber wenn ich das lese, bekomme ich auf alle Fälle Lust zu spielen. Ja, damit fangen wir an mit der Bewertung und wir fangen wie immer an mit Zeichnung und Layout. Dafür gebe ich 2 von 4 Punkten und das liegt einfach daran, dass die Zeichnung in dem Buch qualitative Differenzen haben, aufweisen. Ihr habt es gesehen, bei den zaubernden Ritualen waren es ja wesentliche Unterschiede zu erkennen, wenn man sich das mal dann vergleicht mit den Tieren oder den Dämonen, den Drachen, die sind dann ganz anders gezeichnet, auch die Dörfer vorne oder das Dorf. Da gab es auf alle Fälle eine ganze Menge an verschiedenen Qualitäten in diesem Buch und das hat mich dann etwas mehr gestört, als dass das alles in Grün gehalten ist. Es kann sich eben auch nicht mit anderen Publikationen von anderen Verlagen messen. Das ist dem System Matters Verlag aber entschuldigt, da es meines Wissens war es die erste Publikation und das ist ein sehr, sehr kleiner Verlag, der aus einem Podcast hervorgegangen ist, so wie ich das verstanden habe, denn den System Matters Podcast gab es lange Jahre davor. Und ich freue mich sehr, dass die ja sowas in Angriff genommen haben als Fans. Aber ja, da gibt es trotzdem nur 2 von 4 Punkten. Redaktion und Struktur hat mir an sich so alles gefallen, aber auch hier war wieder das Problem, dass ich jetzt eine PDF rezensiert habe. Wenn ich das Ganze eben vorliegend habe als Hardcover bzw. als Sammelmappe, dann würde ich hier 4 von 4 Punkten geben und da macht das auf alle Fälle eine Menge her. Als PDF kann es da aber leider nicht mithalten. Bonuspunkte, da habe ich mir eine ganze Menge zu aufgeschrieben. Zum einen finde ich die Idee der Mappe ganz gut, wie gesagt, wenn das als Hardcover vorliegt, dass man da dann 4 verschiedene kleine Bücher und Hefte dabei hat, Sachen zum Austeilen. Die Charakterbögen kann man dann eben austeilen, man kann sich die auch ausdrucken, die sind da kostenlos zum Runterladen ja, vorhanden auf der System Matters Homepage beim Download-Bereich. Kann man sich dann eben Sachen wieder ausdrucken und ja, verteilt da dann, wie gesagt, eine ganze Menge Charakterbögen als Spielleiter. Man kann unglaublich schnell einsteigen. Die Spieler müssen quasi gar nichts machen. Der Spielleiter muss sehr, sehr wenig machen. Und ja, man erstellt die Charaktere binnen, ich sag mal, 10 Minuten. Dann kann man noch das Dorf erstellen und das geht dann alles irgendwie Hand in Hand. Das ist unglaublich schnell. Und man ist sehr, sehr schnell spielfertig und kann dann auch direkt mit dem Abenteuer loslegen. Das hat mir sehr gut gefallen. Es gibt auch noch ein paar mehr Abenteuer. Ich hatte da geguckt auf der Homepage. Es gibt noch eine weitere Publikation
in die Ferne, wo dann nochmal vier Abenteuer drin sind. Aber bisher ist meines Wissens, glaube ich, nicht mehr so sehr viel dazu erschienen. Kann sein, dass es noch auf einigen anderen Homepages oder im Englischen noch weitere Dinge gibt. Die sind mir jetzt allerdings nicht bekannt und da ich jetzt die deutsche Publikation bewerte, fehlen mir hier ein paar Abenteuer. Von daher ziehe ich hier nur einen Punkt ab und ja, was mir aber sonst noch gut gefällt ist, naja, ich habe ja eben den Podcast erwähnt, wer ihn noch nicht kennt, hier sei er verlinkt. Und wenn man nicht weiter weiß als Spielleiter, dann kann man sich auch im Podcast eine ganze Menge Tipps und Tricks holen von den Entwicklern bzw. von den Übersetzern. Die haben da, ich bin mir nicht ganz sicher, mehrere Teile, fünf, sechs und zu den Dungeon Worlds ist es eben genauso. Da sprechen die dann miteinander, untereinander über den angebotenen Content und bieten eben sehr, sehr viele Spielhilfen auch in Audioform, die dann da kostenlos zur Verfügung stehen. Also da, wie gesagt, nur einmal der Punktabzug für die noch fehlenden Abenteuer. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob da noch was kommt, aber das ist mir zum aktuellen Zeitpunkt ein bisschen wenig. Ja, damit haben wir noch einen Preis pro Seite. Die Hardcover sind meines Wissens alle ausverkauft, diese Sammelmappen, was sehr schade ist, aber die PDF kann man noch erwerben. Vielleicht gibt es mal eine nächste Auflage. Das wären dann meines Wissens 25 €. Aber auch das ist auf alle Fälle sehr günstig zu haben. Und damit haben wir eine Gesamtwertung von 12 von 16 Punkten. Und ich kann das Ganze nur empfehlen. Wenn ihr an das Hardcover, an die Sammelmappe rankommt, dann da bitte unbedingt zuschlagen. Und wer wissen möchte, wie die aussieht, der kann jetzt bitte noch einmal sich das Video vom Zwart ansehen. Da wird das noch einmal alles ausgebreitet. Und ja, das gefällt mir, wie gesagt, noch ein bisschen besser als das hier. Von mir gibt es eine Empfehlung für das Buch. Ich finde das ziemlich gut und werde es auch demnächst auf der Drachenzwinge Convention spielen. Damit verabschiede ich mich und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Beträgt. Ja, also ein Grad 1 Ritual braucht halt eine Stunde Vorbereitung. Das ist halt nichts, was man irgendwie in Kämpfen wirken kann oder so ganz spontan mal machen kann. Meistens brauchen die dann auch noch gewisse Materialkomponenten oder sowas.